Die Sommersaison auf der Reiteralm neigt sich ihrem Ende zu und die ersten Wintervorbereitungen stehen an. Wir waren deshalb am Berg zu Gast und haben nachgefragt, wie das Resümee der Saison lautet und was es für den Winter zu tun gibt. Ja, wir hatten bislang eine hervorragende Sommersaison. Wir haben viele, viele zufriedene Gäste bei uns auf der Reiteralm begrüßen dürfen. Einerseits viele Familien, die das Erlebnisangebot hier auf der Reiteralm in Anspruch genommen haben. Vor allem auch viele, viele Wandergäste, die unsere Spiegelsee und unsere Drei-Gipfel-Tour gegangen sind. Und vor allem auch viele zufriedene Mountainbiker. Das Thema hat heuer voll eingeschlagen und da sind wir sehr zufrieden damit. Wir werden weiter unser Angebot ausbauen und wir haben jetzt schon über 90.000 Gäste heuer bei uns im Sommer begrüßen dürfen. Und das ist eine Riesenfreude. Und wenn man jetzt den Wetterbericht anschaut für die nächsten Tage und auch Wochen, von dem her, auch der Herbst ist einfach traumhaft zum Wandern. Vor allem für die vielen einheimischen Freunde der Reiteralm auch. Komm's rauf und genieß ein paar Stunden bei uns auf der Reiteralm. Auch die Hütten haben teilweise noch offen. Die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison laufen auf der Reiteralm bereits auf Hochtouren. So wurden nun etwa die über den Sommer gewarteten Schneekanonen einsatzbereit gemacht. Bei uns beschäftigt die Beschneiung natürlich das ganze Jahr über, auch im Sommer. Im Sommer haben wir eben die ganzen, du sagst, die Wartungen und Revisionen zu machen. Im Besonderen jetzt die Schneekanonen, die werden komplett revisioniert im Sommer. Da werden halt die ganzen Düsen durchgeschaut oder wenn Sachen kaputt waren sind über den Winter, die werden dann im Sommer dann getauscht oder repariert. Und es sind aber nicht nur die Schneekanonen, sondern man hat auch die Pumpstationen genauso Erwartungen und Revisionen zu machen. Oder dann Feldleitungen, gerade am Feld draußen da mit den ganzen Zapfstühlen. Via Helikopter wurden die Schneekanonen zu neuralgischen Punkten befördert und aufgestellt. Ja, wir haben da auf Reiteralm und Vogelalm ca. 300 Schneeerzeuger, wo 180 Stück Schneekanonen sind. Diese Schneekanonen, die fangen wir im September, Mitte September am Abend an auszustellen. Machen wir zum Großteil mit unseren eigenen Fahrzeugen, mit dem Traktor. Wo es aber ein Sicherheitsthema ist, wo eben da ein steiles Gelände ist oder wo man halt nicht so gut hinkommen kann mit den Fahrzeugen, da werden nachher die Schneekanonen geflogen. Und wenn man da eben sieht, heute ist dieser Flugtag, wo man eben da so ca. 50 Kanonen dann mit dem Helikopter ausfliegen. Obgleich des herrlichen Herbstwetters blickt man dem Winter 2023-24 bereits jetzt schon auf der Reiteralm freudig entgegen. Wir sind bereit, wenn es dann einmal umschlägt, Ende Oktober, Anfang November, dass wir beschneien können. Und auch für alle, die schon darauf warten, ab 2. Oktober können Sie bei uns anrufen oder unter www.reiteralm.at die neue Saisonkarte schon bestellen. Wir freuen uns auf über eure Bestellungen.